Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Sondersendung von Mikado TV. Wir berichten heute über das Erlus Forum 2017 hier an der Hochschule Rosenheim. Rückblickend muss man sagen, haben wir eine gute Entwicklung gehabt und die Frage ist, wie geht's weiter? Auch bei der zweiten Auflage ihres Forums in Rosenheim bietet die Erlus AG ihren 200 Gästen wieder ein interessantes Programm. Erwin Taglieber, Präsident des DHV und Inhaber des Holzbauunternehmens Taglieber in Oettingen, wirft einen Blick in die Zukunft des Holzbaus. Klimaschutz, auch hier stehen viele Schlagworte, graue Energie, Kreislaufwirtschaft. Hat das was mit uns zu tun? Betrifft uns das als Holzbaubetrieb? Ich bin der Meinung, ja. Wir brauchen intelligente Konstruktionen, wo darauf ausgerichtet sind, dass man den Materialaufwand so weit wie möglich minimiert. Flachdach und geneigtes Dach stehen im Mittelpunkt des Vortrags von Professor Ulrich Grimminger von der Fakultät für Holztechnik und Bau an der Hochschule Rosenheim. Ich beschäftige mich mit den Dachtragwerken, mit der Urdisziplin des Zimmerers und natürlich auch mit den modernen Dachtragwerken und versuche mal einen Vergleich herzustellen. Flachdach versus geneigtes Dach, wo liegen die Vor- und Nachteile, wie sehen die geschichtlichen Entwicklungen aus, welche Erfahrungen haben wir, was müssen wir heute beachten, welche Schadensfolgeklassen sind zu berücksichtigen, wenn ich Flachdächer errichte. Herr Wörndl, warum lohnt es sich für die Innungsmitglieder, hier an dieser Veranstaltung von Erlus teilzunehmen? Erstens ist natürlich der Rahmen hier in der FH in Rosenheim ganz interessant, um die Umgebung wieder zu kennenlernen, um auch für die Betriebe, um auch ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, hier weitere Fortbildungen zu machen, von den Studiengängen bis zum Holztechniker. Des Weiteren ist es für das Forum ganz wichtig für uns, dass viele Erneuerungen kundgegeben werden und dass auch mit der Firma Erlus eine Verbundenheit entstanden ist, um einfach Fachvorträge da an den Mann zu bringen, die wo für jeden Betrieb hilfreich sind. Gewohnt anschaulich und heiter, doch nicht weniger lehrreich, geht es beim Vortrag von Professor Dr. Klaus Matek zu. Matek saß da hinten, schreibt die Ingenieure hier und sagt, Sigma I, ja, das Sigma ja die. Nicht, das haben wir alle mal gehabt oder auch nicht, sie brauchen es, das haben nicht verpasst. Also, es geht nämlich einfacher, wie der Schulgerecke dazu, senkrecht zu diesen zu, sind die Reserven. Nehmen Sie mal eine Alufolie, schneiden Sie mit der Schere hier rein, Finger anlegen, sehr stark anlegen und schwer, dann kriegen Sie hier die Zughalten, hier sind die Risse. Das ist die Wurmscheibe mit Alufolie. Es sehen Sie schräge Risse in einem Gebäude. Wenn so der Riss ist, ist so der Zug, dann ist so der Schub und hier sagt das Fundament ab. Und jetzt, wenn Ihr Nachbar ein Lumpi ist und immer seinen Schnee vor Ihr Haus schickt, da haben sie ihn schnell überführt. Wenn so der Riss ist, dann ist so der Zug, dann ist so geschickt worden und hier Während der Mittagspause können die Besucher einen Ausflug in die Forschungsarbeit der Hochschule Rosenheim machen. Professor Grimminger leitet einen Versuch zur Ermittlung der Versagenszustände bei Hebevorgängen schwerer Wandelemente unter besonderer Berücksichtigung der Lasteinleitung. Wir wollen einfach mal gucken, wo liegen die Traglasten von so einem Hebesystem, was praktisch in ein vorgebohrtes, vorgefertigtes Loch einfach nur eingelassen wird und sich dann praktisch beim Herausziehen vorspannt und dadurch die Auszugsfestigkeit einer Schraube mit einem Durchmesser von 15 mm letztendlich aktiviert. Herr Hörer, mit fast 200 Besuchern war ja der Hörsaal hier an der Hochschule Rosenheim gut gefüllt. Wie zufrieden waren Sie mit der Veranstaltung? Ja, also wir waren sehr zufrieden. Das hat uns eigentlich sehr überrascht. Es waren deutlich mehr wie beim letzten Mal. Und dadurch ist eigentlich die Qualität der Veranstaltung, hat sich in der Zwischenzeit rumgesprochen. Und das hat uns sehr gefreut. Und ja, für uns war es ein großer Erfolg. Wird es dann das Format, also das Erlus Forum, dann auch 2018 geben? Auf alle Fälle. Ich kann also heute schon sagen, dass spätestens nach Ostern die ersten Planungen beginnen für das Forum 2018. Herr Hörer, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Interview, danke für die Einladung und schon mal frohe Ostern. Gerne.
Das waren die Highlights des Airless Forums 2017. Wir verabschieden uns aus Rosenheim. Schalten Sie auch nächsten Donnerstag wieder ein. Bis dahin eine gute Woche.